Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Huch. Bei einer weiteren Folge. Wie drücken Sie? Was soll ich jetzt drücken hier? Joy-Taste 3. Ah, okay, alles klar. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind auf dem Weg nach, ich glaube, Amsterdam, wenn ich mich gerade jetzt nicht irre. Kommt keiner. Wir waren hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, hier sind wir sogar in Deutschland irgendwo. Es sei denn, wir sind schon in Holland. Ach, wir sind in Holland. Wir sind in Amsterdam. Das überrascht mich gerade. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell da sind. Aber okay, der Weg, ehrlich gesagt, war jetzt nicht so weit. Ja. Toll. Das habe ich ja toll gemacht in der letzten Folge. Super. Okay, hier müssen wir runter, sehe ich gerade. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Okay. Wir haben noch keinen Unfall gebaut, also um ehrlich zu sein, in meinem letzten Infovideo ist das ja in einer Katastrophe geendet. Oder hat es in einer Katastrophe geendet. Diesmal haben wir ein bisschen Glück und ich habe bisher keinen einzigen Unfall gebaut. Ich habe zwar einen Verstoß, glaube ich, wegen Rot, aber das war's dann auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Moment, ich muss das mal hier ein bisschen abändern. Meine Bremse, die reagiert mir viel zu schnell. Bremse, so, die setzen wir ein bisschen höher. Weil sobald ich die antippe, bremst der sofort umgehend. Das heißt, ich kann nicht mal ein bisschen leichter bremsen oder sonst was, sondern der bremst einfach, huch, radikal runter. Das war jetzt gerade mein Handy. Ich bin ein gefragter Mann. Tut mir leid. Apropos Handy. Was sagt denn unsere Handy-Fraktion? Wie geht ihr denn heutzutage damit um? Weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte bis vor einem Jahr hatte ich kein Vertragshandy, noch nie in meinem Leben gehabt. Habe ich auch noch nie gebraucht. Hier biege ich mal links ab. Ich glaube, da ist was, was mich interessieren könnte. Oh, da ist ein DAF-Händler. Ja, das ist geil. Nee, wie gesagt, hat mich noch nie interessiert. Musste ich mir auch ehrlich gesagt noch nie besorgen. Nervt mich dann. Ich habe einen DAF-Händler entdeckt. Cool. Und ich hatte auch nie so wirklich den Grund, upsala, mir ein Vertragshandy zu holen. Dann habe ich gemeinsam mit dem Kollegen, achso, ich bin ja schon hier. Dann habe ich gemeinsam mit dem Kollegen, ach ne, gar nicht. Mit dem Kollegen sind wir halt irgendwie ein Handy holen gegangen, seins kaputt gegangen. Ich dachte mir, okay, dann hole ich mir auch eins. Habe ich mir einen Vertrag gemacht und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist schon eine kleine Sucht. Ich verteufel das Ding auch. Ich habe halt jetzt eines dieser schlauen Telefone, weil hatte ich vorher nicht. Ich hatte vorher ein Handy für 7 Euro und das ist keine Lüge. Das war echt ein Handy für 7 Euro. Ich habe es damals in einem O2-Shop gekauft, glaube ich. Sollte eigentlich nur für meine Klassenfahrt oder Stufenfahrt oder so dienen und dann wurde es doch etwas länger und so habe ich das Ding einfach behalten. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich es hatte. Ich glaube, irgendwie 4-5 Jahre. Aber gut, drauf geschissen. Ja, jetzt habe ich mir halt so ein Smartphone gegönnt, quasi. Und ich muss echt sagen, ich verteufel die Teile jetzt schon. Weil da wird man echt ein bisschen süchtig von. Eins muss man den Dingern lassen. Man bleibt tatsächlich up to date. Oh oh, ich drehe gerade ein bisschen zu weit. Man bleibt up to date, aber man ist nie so richtig alleine. Keine Ahnung, wie soll ich es nennen? Immer stört irgendjemand, immer will irgendjemand was. Das ist quasi, vor allen Dingen, wenn man so Chatprogramme benutzt, wie, okay, das ist voll daneben hier gerade, wie ich parke. Vor allen Dingen, wenn man, oh, das passt. Alles klar. Wenn man so Chatprogramme wie, weiß ich nicht, ihr kennt es ja jetzt, WhatsApp oder hier so ein Quark benutzt, dann ist das echt irgendwie zum Kotzen, aber Leipzig-Dortmund, nee, ich will nicht schon wieder so ein Quark fahren. Nach Frankreich, wir fahren nach Frankreich. Das machen wir jetzt. Vom Praktika zum Aldi. Ups, oh, wir sind bei Bauhaus. Das ist aber gar nicht Praktika. Schweinebacken. Nee, also ich finde das eigentlich relativ schlimm, in Anführungszeichen.
weil man hat wirklich keine Ruhe und man ist selber irgendwie so in der Sucht, so, ja, jetzt schreibe ich dem, jetzt lese ich, was gibt's Neues auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder was gibt's da noch, keine Ahnung. Oder WhatsApp halt dementsprechend. Ich habe, glaube ich, auch mittlerweile 30.000 Nachrichten. Keine Ahnung, wo kommt hin. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe weniger geschrieben als bekommen, weil ich bin auch nicht so der Typ, der so viel schreibt. Das erinnert mich immer an so ein Facebook-Foto, was ich immer lese, so von wegen, soll ich dich kurz anrufen oder sollen wir das in 98 Nachrichten klären? Damit haben die eigentlich ein bisschen recht, da wirklich tatsächlich alles irgendwie... Okay, ich fahr jetzt einfach raus, mich egal. Da wirklich tatsächlich alles irgendwie in... Oh, in WhatsApp geklärt wird, aus so einer kleinen Gründen. Keine Ahnung, warum die das machen, aber sei es ihnen gegönnt. Sollen die doch machen, was die wollen. Und ich wollte halt mal wissen, wie es bei euch so ist. Seid ihr eigentlich auch so Medien... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ist das medienabhängig? Das ist ja nicht medienabhängig. Das ist eigentlich... eigentlich ist es schon fast eine kleine Sucht. So wie ich das irgendwie verstehe, um es mal so zu sagen. Das ist ja schon eine kleine Sucht, weil man will es, man guckt auch immer aufs Handy oder dieses Phantomvibrieren. Kennt ihr das? Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres als dieses Phantomvibrieren. Vor allen Dingen, ich gucke jedes Mal nach, obwohl ich gar keine Vibration habe. Bei mir ist das halt ausgeschaltet und prinzipiell ist mein Handy eigentlich in 70% der Fälle lautlos. Deswegen finde ich das halt mega komisch, warum das vor allen Dingen bei mir so funktioniert. Aber liegt vielleicht damit oder hängt damit zusammen, dass ich früher mein altes Handy hatte, mal vibriert. Und das war halt nur auf Vibration. Ich hatte da keinen Klingelton. Aber naja. Das würde mich mal interessieren, wie es so bei euch ist. Seid ihr auch so abhängig davon? Oder sagt ihr, nö, juckt mich nicht so. Ich habe zwar eins, aber ich benutze es jetzt nicht wirklich. Oder ich benutze es tagtäglich häufig. Fahre ich hier richtig? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so aus Erfahrung heraus, so was ich jetzt mitbekomme über verdammt, hier sieht man Scheißdreck auf der Straße, was ich so mitbekomme halt über Kollegen und sonst was, also die, die nicht süchtig waren, sind jetzt süchtig und die, die süchtig waren, sind nicht mehr süchtig oder so in der Art, oder die, die süchtig waren, die sind es immer noch geblieben, aber ich muss schon sagen, die meisten sind tatsächlich davon abhängig oder geworden oder wie auch immer, vor allen Dingen mir ist das halt aufgefallen in der Klasse jetzt bei uns, also zum Beispiel in der Berufsschule, wenn ich unterwegs bin, dann hängen vor allen Dingen die Mädchen hängen da sehr dran, die surfen da auch häufig drauf rum und passen dann halt auch nicht im Unterricht auf. Ich muss dazu ehrlich sagen, ich bin auch jetzt nicht wirklich jemand, der immer zuhört, ich träume da irgendwie vor mich hin, zur Not spiele ich was auf dem Handy und das ist auch so eine Sache, spiele auf dem Handy. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mein Handy ist mittlerweile zugemüllt mit Spielen. Dabei spiele ich eigentlich nur irgendwie vielleicht 2 oder 3 Spiele höchstens. Und das, da sind 10, 20 drauf, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele die nicht mehr selber, sondern zur Not, wenn ich irgendwie meinen kleinen Neffen oder sonst wen beschäftigen muss. Fahren ohne Licht? Ich habe doch Licht an. Ach, leck mich. Wenn ich meinen kleinen Neffen beschäftigen muss, dann gebe ich ihm halt mal eventuell ab und zu mein Handy, wenn er nett ist, so wenn er lieb ist. Ansonsten gibt da nichts. Und wie gesagt, dann sitze ich manchmal halt im Unterricht und spiele da irgendwelche Spiele oder so. Hör dann so halb mit und merke mir das, was jetzt gesagt wurde oder sonst was. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die absoluten Vorteile dieser Smartphone-Generation sind. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, Berufsschulklasse, wir haben auf Facebook eine Gruppe errichtet, halt eine geheime von unter uns und so weiter und haben halt eine WhatsApp-Gruppe und in dieser WhatsApp-Gruppe wird jetzt nicht wirklich viel geschrieben. Also es wird zum Verhältnis, wenn man bedenkt, dass da jetzt 20, 30 Leute sind, drin sind, wird da relativ wenig geschrieben. Aber wenn geschrieben wird, dann hau mal rein, ne? Dann hast du da 100 neue Nachrichten. Aber wirklich, da wird halt eigentlich relativ selten geschrieben. Und in Anbetracht dessen ist es eigentlich nichts. Oh, nette Spur. Könnte von mir sein. Was ich halt noch dazu sagen muss, ist, oder was ich sagen wollte, ist, das ist halt so ein Vorteil, weil man ist immer so up to date. Man kommt eventuell zu spät zur Schule und dann schreibt einer in die Gruppe, ey, ne, hier, erste, zweite Stunde fallen aus.
Hallo. Geht es ein bisschen schneller? Und das finde ich halt so interessant, weil es funktioniert halt viel schneller. Früher war es immer so, du schickst einen eine SMS, derjenige schickt es weiter oder sonst was. Und wenn du Pech hast, hast du keine Freunde in der Klasse und stehst halt alleine da. Oder auch zur Not, wenn Klausuren geschrieben werden, werden dann noch am letzten Tag irgendwie Bilder geschickt von irgendwelchen Blättern, Arbeitsblättern oder sonst was. Das ist so ein Vorteil. Der Nachteil ist halt, wie gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, das entwickelt sich schon leicht zu einer Sucht. Genauso wie Spielesucht, könnte man jetzt von mir meinen. Du bist spielsüchtig, Alter, was machst du den ganzen Tag? Ich muss ehrlich sagen, ich mache vieles. Ich spiele eigentlich relativ wenig. Wir haben uns auf eine ganze Woche verteilt. Aber, naja, nun gut, ne? Aber das mit den Smartphones, das würde mich echt interessieren, wie es bei euch aussieht, ob ihr auch so irgendwie viel darauf rumsurft. Ich muss ehrlich sagen, meine ganzen News, die ich mir hole, die hole ich mir wieder trotzdem am PC. Ich sitze lieber am PC, beziehungsweise in dem Fall nicht am PC, sondern am Laptop, lege mich halt gemütlich auf die Couch oder ins Bett, lese mir dann ein paar Zeitungen durch, also ein paar Online-Portale, guck mir die Nachrichten im Fernsehen an und dann habe ich da meine News. Der Rest interessiert mich jetzt nicht so. Auf dem Handy mag ich es einfach nicht. Keine Ahnung warum. Es ist. Oh, hier sind zwei Spuren. Ich mag es einfach nicht auf dem Handy. Es ist nicht so mein Ding. Auch wenn ich irgendwie ein paar Apps habe oder so, aber. Es ist nicht so meins. Das Einzige, was mir gefällt, ist Twitter, weil bei Twitter bist du. Oh. Ich bin gerade gerutscht. Bist du immer irgendwie up to date? Egal, was du machst. Da musst du halt einfach nur die richtigen Leute abonnieren. Zu den richtigen Themen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe da größtenteils nur Leute abonniert, beziehungsweise, das heißt ja nicht mal abonnieren, das heißt ja folgen. Da folge ich einfach Leuten aus der Gamer-Branche, zum Beispiel Hideo Kojima oder so, der Macher von Sag schnell, von Metal Gear Solid. Das ist so einer meiner Lieblinge, weil der postet auch viel privaten Stuff und finde ich eigentlich ganz cool, weil der Typ ist eigentlich relativ korrekt und das ist mir so, was mir so in die Karten spielt. Ansonsten nur ein paar Fußballern oder sonst was und das war es dann auch. Und da nicht mal Bekannte, weil ich mag da nicht diese Medienagenturen, sondern ich mag da eher private Leute. Und was mir gerade noch einfällt, ist das Thema, wo ich gerade über Zeitung geredet habe. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Vor ein paar Tagen, oder besser gesagt, ich glaube, wenn diese Folge erscheint, ist jetzt eine Woche vorbei. Vor ein paar Tagen, also quasi eine Woche zurück, an einem Sonntag, das war der 1. 1. Dezember war es, glaube ich. 2. 1. Ich glaube, 1. Ist ja Paul Walker, der Schauspieler von Fast and Furious, aus der Fast and Furious Reihe, der Weiße, falls euch was sagt. Wenn ich sage, der Weiße, kriege ich das ein bisschen rassistisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ist ja verstorben und das hat mich irgendwie schockiert, weil ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass eine bekannte Persönlichkeit, ich gehe mal hier nach links, nicht wundern, also ich fahre mal nach links, dass eine bekannte Persönlichkeit stirbt, wo ich quasi einer der Ersten bin, der die Nachricht liest. Das war bei Michael Jackson so, ich habe keine Ahnung, was ich um die Uhrzeit noch wach getrieben habe. Jetzt an diesem Sonntag kam ich irgendwie von unterwegs, keine Ahnung. Und dann habe ich es halt per Zufall gesehen, weil online überall irgendwelche Bilder RIP Paul Walker waren, die getwittert wurden. Und ich habe mich halt gewundert, hä, was ist das denn? Und auf jeden Fall habe ich es dann im Nachhinein gecheckt, oh, der ist tot. Stand halt in der Bild. Ja, die Bild ist da sehr schnell. Ist auch, was sowas betrifft, ist das meine Lieblingszeitung, aber ich lese die halt sehr ungern. Aber auf jeden Fall hat mich das sehr getroffen und dann fand ich es halt witzig. Viele Menschen haben halt dann so gepostet, ja, RIP Paul Walker, RIP Rest in Peace, bla bla bla. Ich spiele ja sehr ungern den Spielverderber. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der einen Spielverderber spielen will. Aber mich hat das ein bisschen gestört, dass die Leute so tun, als wären die mit ihm Best Friends gewesen. Als wüssten die... Danke, dass du mich vorlässt. Das ist sehr nett von dir und ich baue gleich noch einen Unfall. Finde ich halt so komisch, dass die Leute irgendwie auf Best Friends tun und so denken, die wissen, was da die Familie jetzt durchmacht. Finde ich halt ein bisschen scheiße.
ich meine, es ist schön, dass über ihn geschrieben wird, auch wenn das jetzt ein tragischer Zusammenhang ist. Was ich eher tragisch finde, ist auch, dass über den Beifahrer, beziehungsweise er war ja der Beifahrer, der Fahrer, der quasi in Anführungszeichen der Todesfahrer, dass über ihn kaum geschrieben wird. Ich meine, er ist ja in dem Fall ja auch gestorben. Und das ist wieder so das Traurige, das erinnert mich ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor einigen Jahren hat sich von dem Fußballverein Hannover 96 der Torwart, deutscher Nationaltorwart, in dem Fall Robert Enke, ja das Leben genommen. Und da ging es halt darum, Depressionen, dass die Zeitungen, Medien, bekannte Persönlichkeiten nicht mobben werden und bla bla bla. Und groß war das Thema. Die haben darüber diskutiert und was die Medien ja falsch machen und was richtig. Und dann haben die sich halt dazu entschlossen, ja, wir hören ja auf, persönliche Angriffe zu führen. Und trotzdem machen die es nicht. Die vergessen das. Die haben es wirklich innerhalb von einem Monat, ich erinnere mich noch daran, da habe ich quasi schon fast eine Hetzkampagne gegen alle Medien im Internet geführt. Mit einigen Personen unter anderem. Und die Leute, die juckt das gar nicht. Die interessieren sich, die wollen halt verkaufen, Klickzahlen und sonst was. Dass sie aber damit irgendwie ein persönliches Recht von manchen Menschen verletzen, das ist da völlig egal. Ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal, wenn ihr bekannt seid, dann wissen diese Leute alles über euch. Eure Augenfarbe, eure Gewohnheiten, euer Lieblingsessen, wie eure Kinder heißen, wo ihr wohnt teilweise, was ihr so macht, eure Hobbys, welche Autos ihr fährt, was für Kleidung ihr habt. Und die wissen wirklich alles. Die wissen teilweise, wie oft du abschüttelst, wenn du pinkeln gehst. Und das finde ich halt so krass, dass kaum kriegen die Medien irgendwie was zu fressen, dass die wieder darüber tagelang berichten. Tagelang, nicht nur tagelang, dass die irgendwie daran drauf herumtrampeln. Da fällt mir wieder ein, Tyrese Gibson, der Schauspieler, auch von Fast and Furious, der Glatzkopf, der im zweiten Teil mitgespielt hat und ich glaube Fast and Furious 5 und 6 war ja auch dabei. Der hat mit Paul Walker ja zusammengespielt im zweiten Teil. Der war ja am Sonntag selber nochmal an der Unglücksstelle, hat halt Blumen niedergelegt. Der Mann kann das immer noch nicht begreifen, der kann es halt nicht fassen. Das war ein Freund von ihm. Das will halt nicht in seinen Schädel reingehen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Verstehe ich auch vollkommen. Ich kann mich da in die Lage dieser Person einversetzen. Und dann waren daneben, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, 20, 30 Jugendliche. Und alle haben es gefilmt. Alle haben es gefilmt. Haben alle ihr Smartphone rausgezückt und so, hey, das poste ich jetzt, weiß nicht, gleich bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, bei was weiß ich, wo man alles Videos posten kann, keine Ahnung. Nur um irgendwelche Klickzahlen zu bekommen und wie schnell berühmt zu werden, weil da geht es echt nicht darum, so nach dem Motto, ich zeige jetzt der Welt tiefe Trauer, sondern es geht echt um eigene Interessen, da kann mir auch keiner was erzählen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte das Video nicht gesehen, hätte es nicht irgendjemand auf einer Facebook-Seite gepostet. Und als ich das halt gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, weil der hatte genau dieselbe Meinung, so nach dem Motto, ja, hier, die stellen das rein. Da dachte ich mir auch so, ja, du Vogel, stellst das Video doch gerade auch bei Facebook, nur damit die Leute es bei dir als Erste sehen. Fand ich halt ein bisschen kackendreist, muss ich ganz ehrlich zugeben, fand ich ein bisschen kackendreist. Und das ist jetzt nicht so die feine, warum wechselt der die Spur? Das finde ich jetzt nicht so die feine englische, die feine englische Art, aber Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ganz ehrlich, da waren auch Kamerateams. Diese Kamerateams hätten das so oder so gefilmt. Das wäre so oder so in die Nachrichten gekommen. Warum man da irgendwie in die Privatsphäre dieser Person eindringen muss, es schließt sich jetzt mir persönlich nicht wirklich. Und das ist halt so auch so ein Thema Generation Smartphone, weil wirklich alles wird gefilmt. Alles wird fotografiert. Dieses Behinderte, ey, ich muss es einfach so nennen. Ich meine, ich fotografiere ab und zu mein Essen, um irgendjemanden zu ärgern. So nach dem Motto, du hast Hunger, ich habe jetzt aber etwas Leckeres gerade da. Du wolltest ja nicht mitkommen, ne? So, da fotografiere ich ab und zu vielleicht mein Essen. Aber dieses Behinderte, ich fotografiere jetzt mein Essen und hashtagge das bei Twitter oder so. Da, wenn ich das sehe, dann boxe ich fast den Monitor durch. Dann würde ich am liebsten einfach durch den Monitor durchboxen, dem Typen die Zähne aushauen oder der Frau oder wer auch immer da ist. Das finde ich einfach nur behindert. Also ich nenne es einfach mal behindert, weil alles andere ist es jetzt für mich nicht. Weil dann denke ich mir auch so, was interessiert die Welt eigentlich, was du isst? So lecker es auch aussehen mag, aber juckt doch eh kein Schwein. Ich fotografiere demnächst auch, glaube ich, meinen Döner.
Oder wenn mir was hinfällt. Oh nein, mein Döner. Und das ist halt so Generation Smartphone. Und mich würde es halt interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Was ihr davon hält. Und was ihr darüber denkt. Wie ihr euch da verhält. Ob es bei euch genauso ist. Oder ob ihr sagt, nö, ich benutze mein Smartphone jetzt nicht so. Hallo? Gib mal ein bisschen Gas hier. Eingabe. Verdammt. Okay. Dankeschön, lieber Automat. Und das ist halt so eine Sache, die würde mich interessieren, wie es bei euch so aussieht. Weil, wie gesagt, mein Statement oder Standpunkt, habt ihr jetzt gehört, ich bin nicht so, also ich bin zwar Fanat, kann man sagen, aber ich bin ganz ehrlich, ich könnte auch ohne den ganzen Quatsch leben wahrscheinlich. Wenn man mir das wegnehmen würde, wäre alles für mich wie früher. Und da würde mich interessieren, wie es bei euch so aussieht, was ihr darüber denkt. Und ich würde sagen, wir machen, also ich mache jetzt hier kurz eine Pause, gehe mir hinten mal die Füße, Beine hochlegen, was auch immer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!